Und damit herzlich willkommen hier am wunderschönen neuen Gewässer von The Fisher Online. Das ist der neue See Pitkäjärvi in Finnland. Unaussprechlicher Name, aber einfach wahnsinnig schick gemacht. Und an diesem Gewässer werden wir demnächst Forellen fangen, vielleicht sogar auch sowas wie Zander und so. Alles, was Raubfische sind. Diese Fische sind hier zu Hause und kommen einfach mit. Wir laufen jetzt einfach mal ein bisschen hier über die Map. Schauen wir uns mal ein wenig die Details an, an denen The Wolf die letzten Tage hier gearbeitet hat. Wunderbar, immer wieder hier diese Lichteffekte. Richtig, richtig gut gemacht. Und auch hier der Nebel einfach. Es ist so geil gemacht. Es ist so geil gemacht. Es sieht einfach gut aus, wie die Steine hier integriert sind. Wie das einfach alles super lebendig aussieht. Das macht absolut das Design von ihm aus. Er macht richtig schickes, richtig geiles Map-Design. Und tja, die Fische, die hier reinkommen, das sollen die aggressiven werden. Da bin ich echt gespannt. Aus der französischen Map wurde ja zum Beispiel der Lachs schon entfernt. Der wird hier höchstwahrscheinlich dann eine neue Heimat finden. Forellen sollen hier noch mit rein. Ja, Forellen, die eben auch richtig gut kämpfen können. Ich bin wahnsinnig gespannt, wie man hier an diesem Gewässer, wie man hier angeln wird. Das Video hatte er jetzt die Tage hochgeladen. Das ist jetzt quasi ein etwas bearbeitetes Video vom Wolf, von Vitali. Und ja, wir schauen uns, oder ich habe mir das insgesamt angeschaut, habe mir gedacht, oh mein Gott, was geht ab, was geht ab. Es ist einfach, es sieht einfach so geil aus. Es sieht einfach so geil aus. So viel, mit so viel Liebe gemacht, so viel Details, so viel Feinheit einfach in dem Ganzen. Es ist absolut schick, absolut geil gemacht und ich freue mich so wahnsinnig drauf, hier zu angeln. Mit dieser Map und den Maps, die es jetzt zurzeit schon auf dieser Übersichtskarte gibt, mit dieser Map wären es dann 7 Maps zum Release. Wenn alle fertig sind, das wäre natürlich der Hammer, wenn das Game rauskommt und es sind schon direkt 7 unterschiedliche spannende Maps zur Verfügung, wäre sensationell. Was man jetzt hier so langsam schon plätschern hört, ja, es rauscht so langsam, das ist, ich sag mal, wenn in das Game auch noch Fliegenfischen kommt, wenn er das schafft, dass da Fliegenfischen auch noch mit integriert wird, wird das ja Oberhammer. Hier, an diesen Spots, an den Stromschnellen, Fliegenfischen, Spin mit einem Blinker hier langziehen. Oh mein Gott, Alter, so geil. Oh mein Gott, oh mein Gott. Fließendes Gewässer, Strömung hier drin. Und es ist einfach ideal. Es ist quasi hier der Zufluss zum See. Und überall Steine, ein bisschen flaches Wasser ist das hier. Überall so kleine Stromschnellen. Hammer, Mann. Es ist so geil. Ich freue mich da so wahnsinnig drauf. Einfach wie gesagt, man sieht hier vorne, wie flach das hier auch ist. Also wirklich ideal für Forellen und für Lachse. Hammer. Super sexy gemacht. Sieht einfach richtig geil aus. Wow. Ich habe mir das jetzt schon so oft angeschaut, das Video. Oh mein Gott, es wird so gut, Leute, es wird so gut. Ende des Jahres. Ihr Lieben, Ende des Jahres wird es rauskommen. Und bis dahin muss man sich halt noch ein wenig gedulden. Ich bin wahnsinnig gespannt, wann man das schon mal in der Beta ein bisschen testen kann, diese Map. Wie es dann mit den Fischen ist. Er arbeitet zurzeit sehr viel an der Action der Fische und wie die sich bewegen. Ein absolut geiles Game, ein absolut lohnenswertes Game. Und ich freue mich wahnsinnig drauf, mit euch zusammen Ende des Jahres Vollgas zu geben und auf dieser und auf den ganzen anderen Maps zusammen zu angeln.